Herzlich willkommen. Erleben Sie noch einmal die bewegendsten, spannendsten und berührendsten Momente der Barbara Karlich Show. Heute einfach herrschaftlich. Friedrich Graf Hartegg kennt den Glanz einer blaublütigen Herkunft. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Karlich. Ich muss jetzt gleich mal fragen zu Beginn, wie ich Sie denn nun anreden soll. Also Friedrich Graf Hartegg. Ja, wäre die genaue Bezeichnung? Ja. Wie würden Sie mich anreden, wenn Sie mich in einer Bar spät nachts treffen würden? Was würden Sie dann sagen? Sie mich dann ansprechen würden? Na, Fritz wahrscheinlich. Okay. Aber sagt niemand Graf zu Ihnen? Also ich lege sowieso keinen Wert drauf. Nachdem der Adel ja auch abgeschafft ist, wird mir auch sehr selten auf das angesprochen. Aber grundsätzlich lege ich wirklich keinen Wert drauf. Ja. Na gut, okay, ja. Also ich darf Fried sagen. Ja, bitte. Gut. Bitte darum. Wie sind Sie denn aufgewachsen? Unser einer stellt sich vor, die Adeligen wachsen auf mit Kindern, Mädchen, mit Eltern, die man siezen muss. Ja? Ist das so? Grundsätzlich möchte ich einmal sagen, dass wir, wenn wir das Glück haben, in ordentlichen Verhältnissen aufzuwachsen, was ich von mir aus bezeichnen könnte. Ich bin ein Kind, ich bin 1968 geboren. Sie wissen, was das für eine Zeit ist, Sie sind, glaube ich, Jahrgang 69. Ja, der Mann ist gut informiert. Ja. ich bin ganz anti-autoritär eigentlich erzogen. Nicht? Ich kann Ihnen natürlich Geschichten erzählen von Cousins von mir, die mussten also auf harten Erbsen knien, mit Scheitern in der Hand. Nicht? Also das musste ich alles nicht mehr erleben. Aber diese Sachen gab es. Was war mit harten Erbsen? Ja, das gab es. Also man musste also durch Jahrhunderte hindurch mussten die Kinder, um die Werte zu vermitteln, die es ja zu vermitteln gab, auf harten Erbsen knien und mit Scheitern in der Hand. Das können Sie glauben oder auch nicht. Aber in der heutigen Zeit gibt es das nicht mehr. Und ich hatte das Glück, eben eine unbeschwingte Jugend zu haben, wie so jeder, wie viele andere auch. Aber welche Werte sollten dadurch vermittelt werden, wenn dieses arme Kind auf harten Erbsen knickt? Das weiß ich nicht. Man musste halt jedem Kind das vermitteln, was man geglaubt hat, dass man vermitteln muss. Das liegt aber in der Zeit und nicht in der speziellen Sozialstruktur einer sogenannten historischen oder aristokratischen Familie, wie Sie es bezeichnen. Wie wichtig sind denn diese Familienbande? Wie wichtig ist denn... Ich rede jetzt nicht von Familienbanden insgesamt, was Sie vielleicht denken, sondern ich rede jetzt von meiner Familie als Familienbetrieb und das, was wir verwalten und versuchen für die nächste Generation weiter zu behalten. Alltag, ja? Also Alltag, ich habe irgendwo mal, wie gesagt, ich kann ja nur daraus schöpfen, was ich jetzt so lese in den Zeitschriften und Zeitungen und was ich höre im Fernsehen. Aber ich habe irgendwo mal gehört, dass man Adelige nicht nach dem Job fragen sollte. Das ist verpönt. Wer hat das gesagt? Habe ich irgendwo gehört, gelesen. Haben Sie komisch. Wer hat Ihnen das eingeflüstert? Weiß es nicht mehr. Ich lese so viel, ich höre so viel. Also ist es nicht so? Sie können jeden Menschen fragen, was er arbeitet. Es gibt vielleicht manche Leute, die Ihnen darauf keine Antwort geben würden. Ich gebe Ihnen darauf eine Antwort, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Also, was machen Sie beruflich? Was ich beruflich mache, ich bin in einem Familienunternehmen tätig, im Bereich der Immobilienbranche hauptsächlich und in der Land- und Forstwirtschaft. Und ja, was soll ich sagen, also hauptsächlich in der Maklerei, in der Immobilienbranche, hauptsächlich im Tagesgeschäft. Und so ab Donnerstag, Freitag wechsle ich meistens nach Niederösterreich in den Forstbetrieb und helfe dort mit, also dort zu schauen, dass alles läuft. Gell, wenn es den Kaiser noch gäbe, dann müssten Sie das alles nicht machen. Der Kaiser ist mein Urgroßvater, nebenbei bemerkt, ja. Also wenn es den gäbe, dann müssten Sie nicht Immobilienmakler sein und Hochland. Selbstverständlich, auch damals musste man arbeiten, keine Frage. Wir müssen selber etwas darstellen, versuchen von uns selber heraus etwas leisten. Und da bin ich einer der Ersten, die nicht auf solche historischen Dinge so viel Wert legt. Hat man trotzdem so ein besonderes Gefühl, wenn man jetzt zurückblicken kann auf die Vorfahren? Ja, es ist sicher historisch. Enkel vom Entschuldigung. Kaiser. Es ist sicher historisch interessant, weil man natürlich einen Anreiz hat, ein bisschen Geschichte zu lernen. Was bedeutet denn Luxus für Sie persönlich? Luxus ist für mich ein Tag, wo ich meinem Hobby nachgehen kann. Ich gehe sehr gern fliegen, fischen zum Beispiel. Ich gehe sehr gern fischen, angeln an einem Tag, an einem schönen Fluss in Niederösterreich. Wir haben die schönsten Fischwasser in Niederösterreich überhaupt, auf der ganzen, eigentlich auf der ganzen Welt. Und das ist für mich ein herrlicher Tag.
Das ist für mich ein schöner Tag, wenn ich in der Früh aufstehe und gehe den ganzen Tag den Fluss entlang und kann mir die schöne Natur anschauen. Das ist für mich ein schöner Tag. Ich möchte nochmal zurückkommen zur Erziehung, ja, und zu den Werten. Gibt es etwas, was irgendwie, also wo man Adelige oder erkennt, respektive Nicht-Adelige erkennt? Gibt es so etwas, wo man jetzt merkt, der oder die ist sicherlich... Es wäre schlimm, wenn man das erkennen würde. Meine Meinung ist, eine ordentliche, man muss ein ordentliches Gefühl haben für die Familie. Die Familie ist einem das Höchste, das ist mir der Fall. Also ich habe einen zweijährigen Sohn. Für mich ist das das Höchste und ich würde sagen, das ist auch für viele andere in meiner Art denkenden Menschen das Höchste. Ohne Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe wäre der Opernball nicht dasselbe. Seit vielen Jahren sind die beiden Kommentatoren in einem kleinen Kammerl versteckt und lassen uns so intimer wissen, wie man sonst nicht weiß. Sie sind, wie gesagt, eher versteckt. Aber heute haben Sie eine Stunde lang die Chance, auf der Bühne hier zu brillieren. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Kann man sich das so vorstellen, dass ihr mitten im Geschehen seid? Und überhaupt nicht mitten im Geschehen. Und das ist, wir haben den tollsten Platz beim Opernball. Wir dürfen, wir sehen alles auf drei Bildschirmen, sehen wir in alle Logen, Dings, aber wir müssen nicht mittendrin stehen. Wir haben es, ein stilles Plätzchen. Und wenn man sich es wirklich vorstellt, man sitzt also ziemlich genau hinter den wirklich guten Logen, glaube ich, im ersten Rang. Ja. Ungefähr 5-6 Meter dahinter ist ein kleiner Raum, da sitzen wir drinnen. Wir bräuchten, weiß ich nicht, sagen wir eine Minute, um im Zentrum zu stehen. Aber wir dürfen ja nicht raus. Ja. Wenn ihr dürftet, würdet ihr auch nicht rausgehen? Na schon, also ja? Es ist schon, dass wir, oh ja, wir moderieren ja auch manchmal da von irgendwelchen Geschehnissen heraus. Aber dann, zu Beginn des Opernballs hat man uns immer fest im Kammerl versperrt. Vorher dürfen wir oft raus. Ab 20.15 Uhr wird ja auf den Ball hin moderiert und live und von verschiedenen Schauplätzen. Genau, da sieht man euch vorher noch. Genau. Da sieht man uns vorher noch, genau. Kurz in freier Wildbahn. Genau. Und dann werden Sie eingesperrt in den Käfig. Dann werden wir eingesperrt. Darf ich eine Geschichte erzählen? Da ist was Herrliches passiert. Voriges Jahr, wir haben so ein paar stehende Ballreden, haben wir ein bisschen karikiert und ich habe irgendwie so gemacht und hat gesagt, was machst du da? Ich schwinge das Tanzbein. Und dann hat er tatsächlich eine alte Sohle, so eine Einlagsohle, so eine Schaffell, kennt ihr das? Hat er aus der Tasche gezogen und hat so gemacht, was machst du? Ich werfe eine Kässesohle aufs Parkett. Und ich habe zurückgeschaut und diese grindige Schaffellsohle hat wirklich einen hochdekorierenden Herrn, der dort gestanden ist, auf der Glatze getroffen. Na ja, das ist, ich bin noch nächtelang lachend erwacht über diese Szene. Ich habe das gar nicht gemerkt. Und das ist der Grund, warum man uns dann wieder wegsperrt. Wegsperrt. Es ist sicherer. Es passieren natürlich Dinge, die sind unvorhergesehen. Man kann sich ein bisschen vorbereiten. Aber wie viel ist spontan und wie viel ist getextet? Ja, getextet ist eigentlich überhaupt nichts. Nichts getextet. Man bereitet sich manchmal etwas vor, das sind die Witze, die nie kommen. Es ist so, man muss sehr gut vorbereitet sein und dann macht man es erst nicht, was man sich vorbereitet. Aber ist das so, dass ihr quasi die ganze Zeit da vor euch her quaselt und dann, weil man ist Rotlicht und ihr, oder wisst ihr schon? Und wir verstummen. Ja, nein, weil es könnte sein, dass euch irgendein Fauxpas passierte, dass ihr irgendwo über jemanden... Oh ja, euch es ist so, dass die Regie dann schreit ins Ohr hinein, Achtung, Achtung, jetzt, was sagen, Rät's was. Da ist auch der Christoph, muss ich wirklich ganz ehrlich neidlos anerkennen, der Bessere. Der ist dann irgendwie schlagfertiger und es ist auch so, dass unsere Rollen ja ein bisschen aufgeteilt sind in gescheit und blöd. Wobei wir nicht ganz wissen, wer ist. Kari hat mal in einer Kolumne geschrieben, ich bin dick und doof in einer Person. Das hat mich ein bisschen verletzt. Aber und er ist halt zuständig für die ganzen Opernsänger. Er kann unglaublich gut und besteht auch auf diese ganzen Politiker, Vizepolitiker, die da kommen, die kann er unglaublich gut aussprechen. Das macht auch irrsinnig gerne. Und du bist zuständig für die Haute-Volée. Für die Leute, die alle kennen. Die kennt er auch. Nein, da ist der Kari wirklich sensationell. Leute, die man schon einmal gesehen
gesehen hat und das fällt ihm dann, also höchstens ein paar Minuten später ein, nachdem sie aus dem Bild sind, fallen ihm dann wirklich auch alle diese Leute. Nein, er kennt wirklich alle, mit einigen sogar ist er verwandt auch. Ich mache das ja auch, muss ich dazu sagen, schon irrsinnig lang. Ich bin ja schon da mit dem Horst Friedrich Meyer gesessen, damals noch als schweigender Diener. Ich durfte nicht sprechen damals. Du hast ihm nur zugeflüstert? Nicht einmal. Ich habe das auf einen Zettel geschrieben. Es ist dann, ich weiß nicht, vorne die Marika Röck oder der Buster Keaton oder wer auch immer vorbeimarschiert. Und ich habe auf einen Zettel geschrieben, Marika Röck, und habe ihm das gezeigt. Und er hat dann gesagt, da geht Marika Röck. Ja, ja, das waren tolle Zeiten. Ja. Eine kleine Zeitverzögerung immer. Ja, ja. Ja. Da ging Marika Röck. Aber du hast noch nie einen Fehler gemacht, dass die Werte... Also ich habe Millionen Fehler gemacht. Aber das ist vor allem blöd, wenn man jetzt den Namen richtig sagt, aber die Kamera den anderen zeigt, ne? Nein, aber erstens wird das eh verziehen und ich glaube, wir haben ja da, muss ich auch dazu sagen, eine Art Narrenfreiheit. Ich glaube, bei uns nimmt ja niemand wirklich ernst und das ist ja auch ganz wurscht, wenn man einen Fehler mal macht. Wir selber nehmen uns ernst, sehr ernst, aber sonst niemand. Ja. Ich habe nie ein Feedback, ob alles okay ist oder wie. Man lässt eigentlich mich weichen. Darf ich einen Superfehler vom Kari erzählen? Nein, das war, ich weiß nicht welches Jahr, das ist schon 2-3 Jahre her, wie seine Tochter, also seine älteste Tochter, debütiert hat. Und da hat er wirklich die Generationen durcheinander gebracht. Wusste nicht mehr, wer ist wessen Mutter, Kind und so. Und dann kam die Bianca Jagger ins Bild und Kari hat spontan gesagt, das ist Mick Jaggers Mutter. Und hat nicht mehr gewusst, das wer die Tochter, so, die Mutter. Das ist natürlich so, dass wenn er reitet dann drauf herum, auch während der Sendung, jahrelang. Und wiederholt das ständig während der Sendung und so. Aber er ist wirklich ein guter Freund. Ja, enger Freund. Warum schauen 1 Million also, und mehr? Ich glaube, dass wirklich ein satter Teil der Zuschauer auf Fehler wartet, auf Fauxpas wartet. Natürlich, glaubst du, dass selbstverständlich, die das auch ein bisschen als skurrile Sache sehen. Und der Opernball hat sehr schöne Elemente, aber selbstverständlich auch sehr viel skurrile Elemente. Der Opernball, sagen viele, er ist nicht mehr so elitär, er hat an Eleganz verloren, er ist jetzt trashiger. Aber ich mache das seit, ich weiß nicht, über 20 Jahren, ja. Ich habe das vor 20 Jahren genauso gehört, das ist nicht mehr so wie früher. Und die gute alte Zeit, ne? Und ja. Das ist das, was die Lotte Tobisch, also die ehemalige Ballorganisatorin, gesagt hat, war eine wunderbare Frau. Also wissen Sie, 4000 elegante Leute gibt es auf der ganzen Welt nicht, hat sie gesagt. Es ist ja schon verrückt, der Bundespräsident geht bei einer Türe raus und die Porno-Diva kommt bei der anderen Türe rein. Aber das hast du ja nirgendwo also anders. Wie? Aus einer ein und derselben Loge? Nein, der Bundespräsident geht dort raus und die Porno-Diva begegnen nicht, sich nie. Nein, begegnen sich nicht. Aber wenn es so eine Gleichzeitigkeit und Bundeshymne ist ja wahr. Bei der kommt die Porno. Und ich glaube, eine ganz starke ist auch das Aufregungspotenzial, was wir in Österreich überhaupt, glaube ich, das ist ja recht ausgeprägt bei uns allen. Sich um nichts aufzuregen. Wahnsinnig aufregend. Man kann, der sitzt vor dem Fernsehen, sagt sich, was dieses Interview, um Gottes Willen, wie scheußlich ist dieses Kleid. Man kann sich so herrlich aufregen. Sie ist jemand, die ist aufgewachsen mit Pferden, Hunden, mit Jagd und Handkuss gehörte oder gehört immer noch zur Tradition von Katalin. Herzlich willkommen. Katalin, deine Familie ist aus Ungarn geflüchtet. Wann war das? 1956. Sind die Eltern mit zwei kleinen Kindern, also ich war ganz klein, aus Ungarn geflüchtet. Und wir sind damals in Österreich sehr gut aufgenommen worden. Und meinen Eltern ist es gelungen, also die traditionellen Werte weiterzuführen, obwohl es am Anfang nicht so einfach war, weil wir ja nichts hatten. Aber die traditionellen Werte sind weitergeführt worden. Also Augenmerk auf gute Erziehung, gute Manieren, christlich-soziale Werte. Und dann schon auch später Schule ging es los mit, du musst Sport machen, weil Sport ist wichtig, Sport gibt Disziplin, man lernt verlieren, man lernt sich durchzusetzen. Mhm. Also das war schon ein wichtiger Aspekt auch. Und, Entschuldige, welche Sportarten waren das denn? Ja, also ich habe mit 9 Jahren und meine Brüder auch, mit 9 Jahren haben wir angefangen zu fechten. Das hat sich auch ergeben, weil in dem Ort, wo wir gewohnt haben, wurde das angeboten und das war ein ganz toller Sport. Zuerst auf kindliche Weise und später als Kampfsport. Also ich war auch Jugendstaatsmeisterin 3-mal und habe dann natürlich später
wie ich geheiratet habe, habe ich dann aufgehört. Aber es hat mein Leben unglaublich geprägt und dieser Aspekt fällt heute in vielen Bereichen weg, weil man fängt an einen Sport und der gefällt einem nicht, dann macht man was Neues und der gefällt einem wieder nicht. Also das gab es bei uns nicht. Du machst das und du ziehst das durch. Und genauso war es auch mit dem Reiten. Also ich war pferdenarrisch und wollte immer reiten und war dann auch als Jugendliche im Reiten erfolgreich, in Dressur und auch in Military. Okay. Und habe bis heute mit Pferden auch zu tun. Das klingt jetzt so, als hättet ihr das Vermögen aus Ungarn rüber retten können. So war es aber, glaube ich, nicht, gell? Gar nicht, gar nicht. Weil das klingt schon sehr elitär, Fechten, Reiten, ja. Jagen. Also das kostet viel Geld, nicht? Also, das sind Sportarten. Also es war aber so, dass ich bin, also ich habe für das Reiten als Kind, habe ich den Hufschlag eingezogen, habe Pferde geputzt, habe dafür gearbeitet, dass ich eine Reitstunde in der Woche hatte. Das konnten sich mein Vater damals mit fast 4 Kindern nicht leisten. Also das habe ich mir echt erarbeitet. Das Eigentum herüberretten, also ich muss sagen, meine Eltern sprachen drei Sprachen, wie wir rübergekommen sind. Also Ungarisch, Deutsch und Französisch. Mhm. Also war das Integrieren in Österreich nicht so schwierig. Mhm. Ja? Ist auch relativ schnell gegangen. Also wir haben natürlich auch Ungarisch gelernt, aber schnell in der Volksschule auch sehr schnell Deutsch gelernt. Ja. Und auch Französisch dann? Französisch war später und auch Englisch, also das war ein absolutes Must, dass wir Sprachen sprechen. Und bist du jemand, der auch jeden Sonntag brav in die Kirche geht? Ich gehe tunlichst jeden Sonntag in die Kirche. Und das sind welche Werte, die du da so schätzt? Es ist also der respektvolle Umgang, es ist die Herzensbildung, es ist einfach die Achtung vor dem Nächsten. Mhm. Leider Werte, die heute sehr verloren gehen, ja. Auch die Höflichkeit, das Bitte, Danke. Ja. Und der Handkuss? Wie geht der richtige Handkuss? Dass man sich hinunterbeugt und nicht die Hand hochzieht, absolut. Und man darf die Lippe, darf die Hand nicht berühren. Nicht berühren. Genau, nur ein angedeutet. Hauch. Ja. Genau, nur ein Hauch. Es ist schon schön, wenn es wer richtig macht. Ne? Und ja. Es ist wahrscheinlich. Was denkst du dir, wenn es ein Mann bei dir jetzt den Handkuss macht und ihn nicht richtig macht? Also wenn er richtig drauf schmatzt? Ist auch okay. Ja. Ja, er hat sich bemüht. Ich finde das nett. Ja. Ja. Ich weiß nicht, war es dein Sohn oder war es dein Bruder? In eurer Familie war jemand wirklich Handkuss begeistert. Ja, ja, meine zwei Söhne haben das gelernt und der Ältere, also da haben wir im Ausland gelebt und hatten eine sehr nette portugiesische Putzfrau und der hat die Hand geküsst. Oh, und die war wirklich, die ist zerschmolzen. Ja, das war total süß. Wie alt war er? 3. Mhm. Ja. Ja, so. Nein. 3. Aber sie haben natürlich dann mit der Zeit gelernt, das zu unterscheiden, wo macht man das und wo macht man es nicht. Weil es gibt natürlich auch Damen, denen ist das peinlich. Ja, die wollen das nicht mehr, weil das ist nicht altmodisch. Mehr. Ja, altmodisch. Altmodisch. Mhm. Aber ich möchte doch auf zwei Sachen kommen. Du bist geschieden, Katalin. Ja, ja, also ich habe da harte Jahre hinter mich gebracht. Weil ich natürlich auch sehr enttäuscht war. Man hat so einen gewissen Freundeskreis und plötzlich ziehen sich die Menschen zurück und man weiß eigentlich nicht warum, weil man ist ja immer noch ich selbst. Mhm. Ich wurde dann aufgeklärt, na, du wirst ja jetzt sozusagen zur Konkurrenz oder könntest Nebenbuhlerin werden. Und da war ich schon sehr erstaunt, ja, weil ich würde mich nie in eine Partnerschaft einmischen. Das schon alleine von deiner Erziehung her und den katholischen Werte. Ja. Also das war für mich eine ganz harte Erfahrung. Und eine harte Erfahrung war auch sicher die, dass du nach der Scheidung, du warst ja sehr lange zu Hause bei den Kindern, weiß jetzt nicht, oder 25 Jahre zu Hause, ja. Genau, und dann musstest du aber wieder arbeiten. Ja, musste dann aber dann voll arbeiten, was ich auch bis heute mache. Und ist es dir dann leicht gefallen, gleich einen Job zu finden? Nein. Ist nicht leicht gefallen. Also ich hab dann im organisatorischen Bereich, weil es ist ja auch so ein Teil unserer Erziehung, dass man Gastfreundschaft pflegt. Ja? Und es ist für uns von klein auf gewohnt, dass man viele Gäste hat. Und das geht so in Fleisch und Blut über. Und dann habe ich gemerkt, ich kann eigentlich mit Menschen gut umgehen und habe dann Veranstaltungen organisiert. Und irgendwie ist dann die nächste Türe aufgegangen. Ja. Jemand ist gekommen und hat gesagt, hey, du kannst ja gut organisieren, ich brauche dich da. Und dann habe ich den Job bekommen, den ich bis heute mache. Und das ist welcher? In einem landwirtschaftlichen Betrieb, da leite ich einen Reitstall und bin in der Verwaltung tätig. Okay. Ja. Applaus
wie er mit der adeligen Familientradition als schwarzes Schaf der Familie umgeht, das hören wir jetzt von ihm, einem echten Prinzen. Hier ist der Philipp. Hallo, lieber Philipp, wie wäre denn die genaue Anrede? Philipp Prinz zu Windisch gerätzt. Aber trotzdem bist du einer, der in der Familientradition, sag ich jetzt einmal, nicht so sehr verwurzelt sein möchte. Also du wolltest immer ein bisschen anders sein als die anderen. Also begonnen hat das damit, dass du, als ihr in Bad Aussee immer wart, also deine ganze Cousinage, sagst du, glaube ich, Cousins und Cousinen, ja. Also adelige quasi Kinder, warst du ein bisschen anders als die anderen? Du hast mit den Landwirten gerne gegessen und warst bei denen zu Hause. Es war alles eine Generation, so ich weiß nicht, die würden heute alle 100 Jahre alt sein, mhm. Die haben mich immer sehr gereizt, weil die haben mir viel zu erzählen gehabt, die haben interessante Dinge gewusst und das hat mich immer sehr aufmerksam gemacht. Und ich bin mehr oder weniger mit dieser Familie sehr zusammengewachsen. Und das war eine richtige Bergbauernfamilie, noch nach dem ganz alten Schlag. Und das hat mich irrsinnig bewegt. Das hat mir gefallen. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich natürlich jetzt zum Beispiel so im Stall den Mist ausgeführt habe und schmutzig geworden bin. Und ja, nicht essen kam, sondern eben mit den Bauern gegessen habe. Was hat dir da besser gefallen bei den Bauern als zu Hause in deiner Familie? Es war etwas zwangloser, würde ich sagen. Andere Frage, was durftest du dort tun, was zu Hause verpönt war oder nicht erlaubt war? Ach, ich durfte mich schmutzig machen zum Beispiel. oder ich habe ganz gern mich immer angepasst, habe halt mit den Ausseern ausseerisch gesprochen und nicht Hochdeutsch gesprochen. Du bist ein Ururenkel der Kaiserin Sissi, der berühmten Kaiserin Sissi, ja, mit der ja jetzt viel Geschäft gemacht wird auch, ja, also das ist etwas ganz Besonderes. Touristen strömen ja wie wild, um sich alles anzuschauen, was mit deiner Ur-Ur-Oma zu tun hatte. Du bist der Enkel der berühmten Roten Erzherzogin, ja, so hieß deine, war der Spitzname quasi deiner Großmutter. Und du hast, wie gesagt, ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Du hast jetzt den Bus Führerschein gemacht, du möchtest Buschauffeur werden. Ja. Und hast es ein bisschen schwer, da einen Job zu kriegen, weil das Argument dieser Unternehmer ist, du bist zu elegant. Deine ganze Erscheinung ist zu vornehm. Du hast 5 Kinder mit deiner ersten Frau. Ja. Bist in der zweiten Ehe wieder mit einer Bürgerlichen verheiratet, was der Mama nicht so gut gefällt. Ja. Was hat der Papa gesagt? Na, der war sehr vernünftig, muss ich sagen. Also mein Vater, muss ich wirklich sagen, das hat mich selbst überrascht. Also er hat mir gesagt, Philipp, also wenn die Frau dir gut tut, dann ist sie auch für uns okay. Ja. Ja, und er hat die Prioritäten richtig gesetzt, meiner Meinung nach. Und erziehst du die Kinder dennoch in einer gewissen Art und Weise, so wie es die Familientradition schon? Was bedeutet das? Für mich bedeutet das, man in dieser traditionellen Erziehungsform, also diese traditionelle Erziehungsform beibehält, weil sie ja sicher sehr gut ist. Ich meine, jede, wie soll ich sagen, der gute Umgang mit den Menschen generell ist ja an sich etwas Positives. Es ist eine Respektbezeugung dem anderen gegenüber. Und also, ich möchte es unbedingt beibehalten, was ich von meiner Familie gelernt habe an Erziehung, an Umgangsformen und so weiter. Weil das ist schon irgendwie kurios oder skurril. Nein, es ist jetzt zufälligerweise erst unlängst sind mir zwei Sachen also so richtig aufgefallen. Ich war im Kaffeehaus und in keinem schlechten Kaffeehaus und habe einen Kaffee mit meiner Frau getrunken. Und ich weiß nicht, meine Frau sagt zu der Kellnerin etwas.
und die hat das nicht verstanden und sagt daraufhin, hä? Ja. Anstatt zu sagen, wie bitte oder entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden, ja, also so in der Richtung. Oder auch zum Beispiel, wenn ich halt im Supermarkt gehe, einkaufen oder, das passiert, glaube ich, jedem schon heutzutage, dass man das Gefühl hat, die wollen einem gar nicht wirklich was verkaufen, sondern die sitzen halt nur dort, weil sie müssen. Ja? Also und von der Haltung her, dieses nicht aufrechte Sitzen, sondern eher dieses rückgratlose Sitzen. Ja? Also das sind diese Dinge, die mir halt auffallen, die mir unangenehm auffallen und wo ich dann auch Wert darauf lege, dass meine Kinder schon etwas davon. Aber du wärst auf alle Fälle ein Buschauffeur, der aufrecht im Bus sitzt. Ja. Hier ist Katrin Gräfin Goes-Enzensberger. Liebe Frau Goes, wie und wo haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt? Über eine Studienkollegin von meinem Mann. Ich bin ja Deutsche oder gebürtige Deutsche. Und mein Mann, er hat in Innsbruck studiert, Betriebswirtschaft, und eine Kommilitonin, die später meine Geschäftspartnerin wurde, die hat uns vorgestellt. Na und ja. Irgendwann seid ihr dann zusammengekommen, ihr zwei, ja. Und wart ein Liebespaar und irgendwann, wie das halt so ist, wenn man sich versteht, war dann auch die Rede von der Hochzeit. Jetzt sind Sie aber Bürgerliche an sich. Ja. War das ein Problem für seine oder auch für Ihre Familie? Also das Thema bürgerlich war kein Problem. Aber was durchaus ein Problem war, das ist, ich bin evangelisch, bin es auch geblieben. Und das war für die Familie meines Mannes schon hart. Eine Herausforderung. Ja. Mhm. Wie kann man sich das Leben auf dem Schloss vorstellen? Ist es wirklich so romantisch wie im Märchen? Ja, es ist natürlich, wir haben viel Platz. Wir haben große Räume, wir haben viel Platz. Wir haben die Möglichkeit, uns in gewisser Weise natürlich auszubreiten, zu entfalten. Aber wir sind ja auch eingeschränkt auf dem Schloss, denn wir teilen es ja mit Tausenden von Besuchern. Das heißt, wir haben Teile des Schlosses für Besichtigungen geöffnet. Und damit sind wir natürlich auch sehr, sage ich mal, beeinträchtigt in unserem Leben, in unserer Privatsphäre. Aber besuchen die Gäste auch die privaten? Nein, das natürlich nicht. Aber es ist, Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben ja von Ende März bis 1. November 7 Tage in der Woche offen. Und im Grunde genommen sind Sie in Ihrem Haus ja dadurch nie wirklich allein. Erstens mal können Sie so ein großes Haus nicht ohne Mitarbeiter betreiben. Das geht nicht. Also wir brauchen sowohl natürlich für den Führungsbetrieb jede Menge Mitarbeiter, als auch eben für das Haus selbst. Und damit ist die Privatsphäre schon sehr eingeschränkt. Ja. Und das Zweite ist auch diese Verfügbarkeit. Also dieses 7 Tage in der Woche, das Gefühl zu haben, man wäre für den anderen verfügbar, der im Moment eben eine Frage hat oder der einen gerade braucht oder so. Das ist manchmal, es ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber dennoch manchmal auch schon sehr anstrengend. Holen wir gleich den Schlossherrn dazu. Ja, hier ist der Schlossbesitzer und der liebe Gatte Ulrich Graf Goes-Enzensberger. Herzlich willkommen. Lieber Herr Goes, wie sind Sie denn zu dem Schloss gekommen? Ja, das Schloss gehört seit 250 Jahren der Familie meiner Mutter. Eben Enzensberger, deswegen führe ich meinen Doppelnamen. Und ihr einziger Bruder hat keine Kinder gehabt und da wurde ich dann eben adoptiert. Nicht? Also wir sind ungefähr 10 Jahre, bevor ich das Schloss übernommen habe, adoptiert worden. Und da war ich also noch vollkommen frei, mich in anderen Dingen zu entfalten. Und mein Onkel hat sehr lang also sich mein Leben angeschaut, wie ich mich entwickelt habe, bevor er ziemlich spät entschieden hat, dass ich das machen soll. Und da war ich schon mit meiner Frau zusammen. Vielleicht hat das ein bisschen geholfen. Nein, aber das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Hat ihn gestört, dass da eine Bürgerliche in die Familie einheiratet? Hat er nicht Zweifel gehabt, ob das gut geht? Ja, also natürlich, aber die Zweifel waren nicht von ihm selber. Ich glaube, das waren mehr
die Schwestern, die gemeint haben, sie wären nicht so ideal als Hausfrau für Schloss Drazberg, aber die haben wir bald eines Besseren belehrt. Aber in Wirklichkeit ist sie fast mehr Schlossherrin und mehr verbunden mit der Tradition, gell? Ja, ich muss sagen, sie ist auch sehr traditionell aufgewachsen, halt ein bisschen anders wie wir, aber sie hat das wunderbar gemeistert und liebt halt heute das Zuhause. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man nicht versucht, eine Rolle zu spielen, sondern dass man sich fühlt, wie man ist und sich ein Zuhause schafft. Ob das jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist, wir haben auch 2 Jahre in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, hat auch gut funktioniert. Aber dass man sich einfach da, wo man sich ein Heim schafft, zu Hause fühlt und wohlfühlt. Es gibt 2 Töchter. Die sind so 14, 15, 15, 16. 15, 16. 15, 16. Mhm. Werden sie auch anders erzogen, die Kinder? Gibt es Privatlehrer? wachsen sie in einem Internat auf, in der Schweiz auch mitunter, so wie man das halt kennt? Ja, also die ältere Tochter wollte unbedingt ins Internat, die ist tatsächlich in der Schweiz. Aber für sie war das eher eine Belastung, so wie wir leben. Ja, nicht, dass sie ihr Zuhause nicht gern hat, einfach deswegen, weil sie gesagt hat, sie ist nicht flexibel, sie kann nicht aus der Tür gehen und kann mal links und rechts, so wie wir das noch von früher kennen, beim Nachbarn läuten und sagen, komm, geh mal, mach mal irgendwas. Das geht alles nicht. Also wir sind schon sehr exponiert und es ist alles nur mit Auto möglich und hin und her fahren. Und sie hat das auch ein bisschen satt, dass sie dann immer so dieses Schlosskind war und musste da Rede und Antwort stehen, ob sie sich da irgendwie anders fühlt oder so. Das ist ja einfach zum Hals rausgehangen und sie wollte ganz gerne irgendwo schlichtweg anonym sein. Ein Kind unter vielen. Hier ist Gräfin Ulrike Habsburg-Lothringen. Wie muss ich Sie ansprechen? Gräfin Habsburg, wenn wir uns näher kennen, vielleicht anders. Gräfin Habsburg-Lothringen oder Gräfin Habsburg. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt der Titel? Das werden viele wissen, aber vielleicht erklären Sie es uns trotzdem. Die Kombination des Titels Habsburg-Lothringen ist entstanden durch die Maria Theresia, die den Franz Stephan von Lothringen geheiratet hat und daher die Kombination Habsburg-Lothringen. Der Adelstitel, Adel ist ja abgeschafft. Wie denken Sie denn über die Abschaffung des Adelstitels? Ich glaube, dass man einfach auch eine Vergangenheit abschafft. Nachdem Österreich von der Geschichte lebt. Das heißt, eigentlich nicht so klug, dass man ihn abgeschafft hat. Nein, weil der Adel hat ja heutzutage auch eine andere Vorbildwirkung wie früher. Früher hat man einfach von gewissen Dingen gelebt, die vorhanden waren. Heutzutage muss man sich sehr viel mehr anstrengen und die Zeiten sind lang vorbei, wo man in Geld schwimmt, riesige Häuser hat. Ich habe zum Beispiel einen sehr interessanten Beruf mir später erworben. Ich habe eine Ausbildung zum Pflegehelfer gemacht, den psychiatrischen Pflegehelfer in Graz und bin dann nach Wien gekommen und hatte das Glück, noch 11 Jahre in diesem Beruf als Pflegehelfer in Döbling arbeiten zu dürfen. Und ich möchte da keinen Tag wünschen. Groß geworden sind Sie? Groß geworden bin ich in Salzburg, in einem Riesenhaus. Mein Vater war Forstwirt, hatte aber keinen Wald. Und er hat für die Landesregierung als Forstwirt gearbeitet. In einem richtigen Schloss Flederbach? In einem riesigen Schloss, was aber sehr unpraktisch war. Das schaut so riesig aus. Ja. Es waren drei Stockwerke, wovon aber keine Heizung war. Es wurde in 2 Stöcken mit Öfen, mit Holz geheizt. Im 3. Stock war eine Zentralheizung. Und in der Küche hat meine arme Mutter, wenn sie gekocht hat, gefroren. Und hat mit einem Radiator und einem Pelzmantel mit einem Innenfell, also mit einem Ledermantel, Innenfell gekocht, weil es so kühl war. Dann stellt man sich einen Komfort vor, es schaut von außen wunderschön aus. Ja. Sagen Sie, welchen Umgang pflegen Sie? Ich habe mir als junges Mädchen und auch später immer meine Freunde selber ausgesucht. Ich bin nicht auf den Adel fixiert. Für mich ist entscheidend, dass ich in die Lage versetzt bin, mit meinen Mitmenschen reden zu können. Oder der Mitmensch mit mir. Trotzdem haben Sie einen Liechtenstein geheiratet? Ich habe einen Liechtenstein geheiratet. Das hat sich per Zufall so ergeben, dass mein Vater einen älteren Bruder hatte, der in Kärnten verheiratet war mit einer Dänin.
der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, und mein Ex-Mann, der Forstwirtschaft studiert hat, der hatte gerade dort ein Praktikum gemacht, und zum Begräbnis meines Onkels war er eben dort, weil er das Praktikum dort gemacht hat, und dann habe ich ihn bei der Gelegenheit kennengelernt. Es hat sich per Zufall so ergeben. Und nachdem man immer gesagt hat, gleich und gleich gesellt sich gern, aber es war äußerst schwierig. Aber was mich sehr erfreut und wo ich glücklich bin, dass ich meinen erwachsenen Sohn habe aus dieser Beziehung, und wir verstehen uns sehr gut. Und auch mit meinen Geschwistern habe ich ein gutes Verhältnis. Ich habe eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und den Namen haben Sie dann wieder, also Ihren... Ich habe nach meiner Scheidung meinen Mädchennamen Habsburg wieder angenommen. Warum? Das wollte mein Ex-Mann so, und außerdem ist es sehr viel einfacher, weil ich habe meine Identität. Er ist in Mexiko geboren, er ist in Spanien aufgewachsen, hat in London studiert, fuhr schon im Ski-Weltcup mit. Er singt, und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, mit seinem WM-Hit 2001, 2001, St. Anton. Hier ist Hubertus Hohenlohe. Fährst du eigentlich noch Ski? Ich war schon Ski. Ich bin gerade gekommen von ein bisschen einem Training, und werden wir sehen, ob ich da auch mitfahre. Tatsächlich? Vielleicht. Ah, weil schön. Die Exoten sind beim Aussterben, und deswegen muss ich irgendwie diese Spezies ein bisschen unterstützen. Verstehe. Der Song ist echt super, gefällt mir total gut. Schön. Danke. Machst du das jetzt die ganze Zeit nur Musik, oder was machst du sonst noch alles? Eigentlich mache ich die meiste Zeit Musik, also produzieren, selber schreiben, selber singen. Und ja, mein Vater hat mich ein bisschen geholfen mit dem Wein unten in Spanien. Aber eigentlich bin ich in der Musik unterwegs. Ja. Vielleicht etwas im Fernsehen nochmal, werden wir sehen. Du bist ja kein Langweiler, ja? Wahrscheinlich nicht. Also behaupten andere. Wir kennen uns ja und wir wissen, beide unternimmst sehr viel. Wie viele Stunden sollte dein Tag haben? Meiner? 14 vielleicht. Ja? Also ich würde sagen schon, also 7, 8 Stunden Schlaf. Wer ist für dich ein Langweiler? Puh, die Leute, die einfach die Sachen sagen, wo man das Gefühl hat, dass man sie eh schon weiß. Und wenn du irgendwo sitzt,
Übrigens, das sind eigentlich auch die langweiligen Personen sind auch Situationen ausgesetzt. Das heißt, du triffst jemanden und der glaubt, der muss irgendwie Sachen sagen, die dich irgendwie nicht überraschen und irgendwie normal sind und damit irgendwie nett und herzig ist. Und das ist eigentlich im Endeffekt dann ein Abend, wenn du nach Hause gehst und du denkst, es ist eigentlich nichts passiert, was dich irgendwie weitergebracht hat im Leben. Das sind dann Leute, die langweilig sind. Und ich glaube, die, die sich trauen, das zu sagen, was sie denken oder was sie fühlen, die sind dann nicht langweilig. Bist du so ein Mensch? Ich glaube schon, dass ich das sage, was ich mir denke. Und je länger das Leben geht, desto mehr sage ich nur mehr das, was ich mir denke. Was interessiert dich am allermeisten? Ja, Menschen eigentlich. Menschen faszinieren mich, weil halt jeder, obwohl wir Milliarden sind, irgendwie ganz eigen und ganz anders ist. Und von denen herauszufinden, was die genau speziell macht und individuell macht, das macht mir irgendwie Spaß. Und über die dann zu berichten oder die irgendwie einzubauen in seinem eigenen Leben und aus denen was zu lernen, das, glaube ich, bringt am meisten. Weiter. Du hast schon sehr vieles erlebt. Was waren so die Höhepunkte deines Lebens? Die Höhepunkte? Naja, also ich meine, sicherlich sportlich gesehen, bei der Olympiade dabei zu sein, ist ganz, ganz aufregend und beeindruckend. Und dann natürlich habe ich die Chance durch meinen gesellschaftlichen Status, dass ich halt Leute kennengelernt habe, wie, ich weiß nicht, Maria Callas oder Andy Warhol oder solche Leute. Und es ist halt interessant, sie zu beobachten und vielleicht ein bisschen was von denen zu lernen. Aber ich meine, Höhepunkte sind eigentlich viele gewesen, aber jeder Tag kann so seinen kleinen Höhepunkt irgendwie verstecken. Eine der bekanntesten und für meine Begriffe der besten Malerinnen hierzulande ist die Österreicherin, die jetzt bald Gräfin wird, Verena von Rotterdam. Du bist jetzt ganz vorsichtig gegangen, ja, damit du ja nicht ausrutschst, weil da du bist ich ja zu zweit bin. Ja, genau. Bist du zweit. Wann ist es soweit? Am 18. August. Wow, und was wird's? Ein Mädchen. Hättest du dir jemals erträumt, dass du einmal Gräfin wirst? Baronin bist du ja schon, ne? Ich bin Baronin, aber die Sache ist die, es geht nicht um den Titel, es ist nicht man ist deswegen nicht schlechter oder besser. Das ist eine Sache, in die man hineingeboren ist oder hineinheiratet. Du tust es jetzt hineinheiraten? Ich tue es jetzt in den gräflichen Stand hineinheiraten. Die Sache ist aber eigentlich die, es geht im Endeffekt um die Liebe und um den Mann. Und sag es ist egal, ob das ein Graf ist. Wer, ja, wer ist es überhaupt? Wer ist er? Der Wolf Engelbrecht Auersperg. No. Aber wie gesagt, er könnte auch, ich würde mal sagen, der Wolf Engelbrecht könnte auch Herr Müller heißen. Ich hätte mich trotzdem unsterblich in ihn verliebt. Das ist so eine schöne Liebesromanze. Ja. Erzähl, erzähl. Also er ist einfach ein Mann, der vor einem steht und wo ich mich auf den ersten Blick in ihn verliebt habe. Und da geht es nicht darum, wie er heißt oder was er ist oder was er tut. Es geht einfach um den Menschen, der vor dir steht und du bist sowas von verblendet und sagst, ah, das ist das, gibt's das, dass mir diese Liebe passiert? Also man glaubt es dann einfach nicht, so dieses, ah, der Ha-Effekt, ja. Und kennengelernt, eigentlich Schicksal, ne? Also komisch. Ja, nee, so wie es bei der Liebe ist, entweder begegnet sie einem oder mehrmals oder einmal oder nie. Und ich habe halt das Glück, ich hoffe, dass es, bis ich meine Augen schließe, wert, ihm begegnet zu sein. Und also ich muss sagen, ich bin mit diesem Mann maßlos glücklich. Schön. du heiratest, du bist zwar adelig, also hierzulande gibt es ja keine Titel in dem Sinn, aber der Adel, den gibt es. Wie ist denn der Adel reich? Nobel? Es ist so, dass der Adel heute, in der heutigen Zeit, natürlich genauso arbeiten muss wie unter Anführungszeichen der Normalsterbliche. Und es ist egal, ob du heute ein Prinz oder ein Graf oder ein Baron bist oder Baronin oder Gräfin oder du musst genauso deinen Job machen und musst genauso verdienen und vom Titel kannst du kein Brot essen, würde ich einmal sagen. Wir müssen genauso unsere Mieten zahlen und essen. Es ist natürlich
Die Verpflichtung ist eine andere. Das Benehmen, die Erziehung. Wie ist das Benehmen? Naja, es wird natürlich mehr von dir erwartet, überhaupt wenn du in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft bist oder in der Aristokratie intern. Es wird von dir einfach mehr Benehmen erwartet. Du musst dich, darfst dich nicht gehen lassen. Aber vom Job her musst du genauso deine Jobs machen. Und du bist eigentlich ein Normalsterblicher. Verena, man kennt dich, und das meine ich jetzt nicht negativ, weil du auch Künstlerin bist. Du bist ein bisschen so leicht verrückt, schillernd. Wenn du kommst, dann erscheinst du. Du kommst nicht irgendwie, du kommst, du erscheinst. Ja? Man kennt dich ein bisschen als schillernder Paradiesvogel. Wie geht man um mit deinem Image in der Welt der Aristokratie? Ja, also ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich beides kenne. Einerseits eben den harten Drill der Aristokratie, dass du dich wirklich benehmen musst, um das jetzt so zu erklären. Und die andere Seite, dass du einfach sein kannst, wie du bist. Aber es hat niemand zu dir bis jetzt gesagt, du passt nicht in unsere noble Welt. Ja, das geht nicht, weil ich darin aufgewachsen bin, ja, und mit beiden Sachen umgehen kann. In der einen Seite, dass du Mensch bist, und der anderen, dass du dich nicht gehen lässt oder gehen lassen darfst. Ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat bei all dem vielen Stress, den er hat. Und es ist ein echter Prinz. Ich freue mich auf Eduard, Prinz von Anhalt. Herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön. Bitteschön. Lieber Herr von Anhalt, ich habe jetzt nur einen Teil Ihres Namens gesagt, weil eigentlich ist er ja viel, viel länger. Wie lautet denn der genaue Titel? Also mich ärgert schon, dass überhaupt Prinz im Pass steht, muss ich ehrlich sagen, weil es ja kein bürgerlicher Name ist. Aber ich meine, wenn ich die ganzen Titel runterrassle, die stehen zwar im Gotha, aber also wir brauchen sie nicht. Und wie wäre der ganze Titel? Herzog zu Sachsen, Engern und Westfalen, Graf von Askanien und dann Freiherrn, Freiherrn, Freiherr, etc., etc. Wow, das muss man lange auswendig lernen, so als kleines Kind. Ach nein, no, das lernt man nicht, das kommt so. Das kommt so. Ja. Wie war denn so die Kindheit? Ist sie anders als bei anderen Kindern? Ja, sie ist schon anders. Wie gesagt, es war wirklich das Erste, was ich so richtig begriffen habe, war der Spruch, das darfst du aber nicht als Prinz. Und was hat der kleine Prinz gemacht, wenn er sich schlecht benommen hat? Wenn es geheißen hat, das darfst du nicht als kleiner Prinz? Ganz normale Sachen, die jedes Kind tut, in der Nase bohren zum Beispiel. Mhm. Und ordentlich essen und so. Ja, essen und, ja. Und sagen Sie auch zu Ihrer Tochter, oder haben Sie besser gesagt, das darfst du nicht als kleine Prinzessin? Ich fürchte, ich habe das gemacht, ja. Es tut mir auch leid. Ich habe es gemacht, aber es ist wirklich so, weil ich immer dran denke, wenn sie das macht, wie reagiert die Öffentlichkeit drauf? Sie sind ein Kenner der Aristokratenszene. Sie kommentieren die Hochzeiten, die Traumhochzeiten der Adeligen auch im Fernsehen. Ja, auch die Traumhochzeit von Prinz Wilhelm und von Maxima. Da ist es ja dieses Prinz heiratet Bürgerliche. Ist das ein Schritt in die Zukunft, dass man sich da ein bisschen mischt? Oder was sagt man in euren Kreisen? Um Gottes Willen, schon wieder Bürgerliche? Nein, es ist so, dass das ja einen guten Grund hatte, warum man früher dynastisch geheiratet hat. Das heißt, man hat geheiratet, um Erbansprüche zu haben in anderen Ländern, um vielleicht im Kriegsfall Alliierte zu haben. Also es hatte immer einen guten Grund, warum man unter sich geblieben ist. Und ein bürgerlicher wäre eine sinnlose Ehe gewesen. Nur heute macht die bürgerliche Ehe einen besonderen Grund, weil wir sind wirklich alle so degeneriert, dass das ganz gut tut, dieses frische Blut. Na gut, okay, das haben Sie gesagt. Habe ich gesagt, stehe ich dazu. Also, seid ihr etwas Besseres? Sie sind nicht besser. Sie sind, sagen wir mal, ich glaube, wenn Sie, sagen wir mal, aus diesen ursprünglich intakten Familien kommen, haben Sie zu Hause mehr Sicherheit. Sie sind vielleicht weniger prädestiniert, sagen wir mal, Drogen zu nehmen und so weiter. Ich meine, der Bevölkerungsanteil in Deutschland ist 0,5%. Das sind ein paar hunderttausend Menschen. Und die benehmen sich alle eigentlich recht anständig. Und es kommt aus der Erziehung und dadurch, dass eben die Familie auch eine große Rolle spielt. Mhm. Prinz Charles, mit Ihnen sehr eng verwandt. Ist ein Cousin, ja. Und er hat mir viele Gefallen getan. Trifft man sich da auch und sagt so, hi Charles, wie geht's dir? Wie ist der? Erzählen Sie ein bisschen. Also, ich habe ihn immer verteidigt, als er verheiratet war mit dieser wunderbaren Frau Diana.
wo er einen sehr schweren Stand hatte, weil er eben eine ganz andere Generation, die sind zwar nicht so weit auseinander, aber er kommt aus dieser Erziehung seiner Mutter und das alles dem Land und Frauen sind eigentlich nur zum Kinderkriegen da. Dass das alles sich total geändert hat, dass er davon überrascht wurde, ist nicht seine Schuld. Er wurde einfach nicht so erzogen. Woran glauben Sie, ist diese Beziehung gescheitert? Weil am Anfang waren Sie ja irrsinnig verliebt. Das hat man ja gesehen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, die Mette Marit und den Hakon oder auch Maxima und Willem, da merkt man schon Liebe. Diana war nicht richtig vorbereitet. Und ich glaube, dass sie einfach dachte, ein Prinz ist was Besseres als andere Männer. Im Alltag sind sie genauso wie jede anderen auch. Und das hat sie sehr enttäuscht. Dann hat sie sich emanzipiert, weil der Hof natürlich wahnsinnig kalt und schwierig ist. Und da diese Hofschranzen, dieser Apparat hat sich gegen sie gewandt, weil sie fanden, die war einfach nicht fit und die war nicht so das Richtige für den Thron und haben sie wahnsinnig schlecht behandelt. Und bis sie sich dann wirklich emanzipiert hat und das hat sie fantastisch gemacht. Und ich glaube auch, dass heute die gesamte Königsfamilie dankbar ist, dass sie sie hatten. Mhm. Was Sie gesagt haben, Kälte. Woher kommt denn diese Kälte in diesen Palästen? Ja, erstmal in England ist es so, das sind die Untouchables gewesen. Ich meine, die Holländer, die sind immer mit dem Radl durch die Gegend und durch die Hauptstadt gefahren. Die Engländer, die königliche Familie will alles machen, was das Volk eigentlich will. Nur sie dachten, unser Volk will, dass ich da oben stehe am Buckingham Palace auf dem Balkon und winke so herunter. Und ich meine, wenn man Prinz Charles anfasst, heute noch, der zuckt total zusammen. Das ist nicht gewöhnt. Nicht? Also da muss eine neue Generation her, die einfach diese Volksnähe hat. Der Charles, so wie ich ihn kenne, ist gar nicht so scharf drauf, König zu werden, weil er als Kronprinz reden kann. Der hat ja auch oft ins Fettnäpfchen geredet, wie zum Beispiel, dass die deutschen Piloten im Weltkrieg weniger zerstört haben als die englischen Architekten. Das hat natürlich beim Establishment Wut erzeugt, aber das mag er und das kann er nicht mehr machen, wenn er König ist. Ich informiere mich ja auch über die Klatschpresse, also das habe ich schon immer sehr gerne gelesen. Sie auch? Ich lebe mit der. Also ich krieg's immer zugetragen. Ich muss gar nicht viel lesen drüber. Das waren die Barbara Karlich Show Classics. Einfach herrschaftlich. Bis bald in der Barbara Karlich Show.